Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale. In diesem Video werdet ihr noch ein etwas älteres Gameplay sehen aus dem Raubzugmodus. Die Anmoderation wird jetzt ein bisschen später aufgenommen. Ist auch wieder einer meiner Videos, die ich während meinem Urlaub aufnehme. Ich hoffe, euch gefallen diese Videos auf jeden Fall. Ich glaube, insgesamt kommen jetzt vier online. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Da bin ich auch ganz zufrieden mit, dass ich glaube, ihr solltet dann so alle 2, 3 Tage immer ein Video bekommen. Ja, und dann viel Spaß mit dem Video. Solange ich da dort alleine bin, ne? Geht's ja, ne? Aber wenn nicht, ne? Dann muss ich groß. Ah ja. Sicherlich. So, welche Waffen will man aus einer Kiste? Vor allen Dingen aus der allerersten Kiste. Direkt haben. Dass das, wo alle drauf gewartet haben. Diese hammermäßigen Waffen. Keine Nahkampfwaffe. Ist einfach perfekt. Kann man jetzt nichts anderes sagen. Lächerlich. Warum ist hier keiner? Durchziehen, komm, 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 komm. Erstmal hier direkt in die Zone gehen. Der Eagle-Hit war schon lecker, ne? Guck, ich bin so schnell da hinten, ne? Ich brauche Materials. Lul. Das sind die besten Momente. So, es sollte reichen. Hoffentlich. Nicht 90s Fettfingern. Skill. Da bin ich durch. Direkt zum Beginn. Wieder ein epischer Sieg. So schnell farmt man 753. Ich habe nur eine Überlebenszeit von 68. Meter, 75 Meter, 156 Schaden, 2 Diegel-Hits eben halt, ne? Zielgenauigkeit 10%. Achso, war ich so viel. Ich hatte ja nur 2 Treffer, ne? Okay, 3 Treffer. Easy. Da habe ich das nächste. Okay. Ist in Ordnung.
hole irgendwie so mindestens alle 5 Runden irgendwie einen Sieg. Guck mal, von 98 Spielern haben jetzt immer noch 4 Leute die Chance, den Sieg zu holen. Bei 4 Teams. Wenn es 4 oder 3 andere 4er-Squads sind, sind das 12 Leute. Bis dahin werden aber auch noch ordentlich welche sterben. Bin ich hier lonely? Lonely wie ein Lonely Lodge. Muss jetzt aber dezent mal groß los, ne? Warum trifft er schon wieder so viel? Natürlich braucht man auch immer Glück. Ich war ja fast dran. Ich hätte irgendwie 2 Sekunden da gebraucht. Sehr schön. Perfekt. Kisten looten ist immer da auch extrem praktisch, weil ich jetzt schon ordentlich Materials nur dadurch bekommen habe, dass ich Kisten gelootet habe. Aus jeder Kiste kommen immer ein paar Materialien. So, da hinten ist das okay. Da werden safe schon welche sein. Nein, safe. Weil das ist aber auch wieder Deutsch am Start. Das kann man nur sagen. Sprachen lernen mit Bubble. Alter, wie effektiv das einfach jedes Mal ist, ne? Ein Baum noch. Oh nein, sie sind ja richtig nah. Nur bis Retail Row komme ich ja only mit Ziplines hin. Es könnte eine schnelle Runde werden. Aber C4 hat da einfach seine Stärke, wenn jemand lootet, kann ihn ganz easy damit wegfetzen.
Können wir hier Zipline benutzen, runterspringen zum Geysir. Einmal rüber zum anderen Berg. Und dann war es das. Raubzug geglückt. Easy. Alter, war die Runde kurz. Ja, 34er Überlebenszeit. Das ist krass. Eine 34er Überlebenszeit ist echt gering. Sicherlich 33 Schaden an Spielern. Deshalb habe ich auch zwei Spielern irgendwie 372er Hits gekillt. Und auch nur ein Treffer. Ich glaube es auch. Okay.